Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WrestleMania-Orakel. Wir sehen hier The Miz gegen Shane McMahon, ein False Count Anywhere Match. Und ja, wie gesagt, es ist wieder ein Match, was jetzt zur vollen halben Stunde hier gezeigt wird. Und wir schauen mal, wie das Ganze ausgehen wird. The Best in the World gegen Shane O'Mac. Eigentlich muss meiner Meinung nach muss The Miz dieses Match gewinnen, weil sonst Shane McMahon einfach viel zu dominant wäre. Und für mich ist eigentlich auch schon diese Story ist für mich schon mehr oder weniger ein bisschen ausgelutscht. Weil tatsächlich kann ich Shane McMahon als Heel nicht ernst nehmen. Das war aber schon immer so. Auch damals schon hier, während der Attitude Era. Wobei auf der anderen Seite, ich finde The Miz als Face auch irgendwie ein bisschen komisch. Also einfach wieder alles tauschen, wie es vorher war. So, ja gut, dann würde ich sagen, skippen wir das Ganze mal. Money, 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 money. Ich soll aufhören zu singen, ich sollte vielleicht mal ein bisschen meine Stimme schonen. Shane O'Mac, ich finde es erstaunt, dass der gerade nicht ausgebuht wird, weil eigentlich habe ich es noch eingestellt. Ich bin mal gespannt, ob der in 2K20 auch noch so schwarze Haare hat oder ob die Haare dann schon grau sind. So, Shane O'Mac im Ring angekommen. So, los geht der Spaß. Shane mit dem WrestleMania 34 Oberteil. Einfach schon mal wieder ein Jahr her, dass Daniel Bryan zurückgekommen ist. Na, da kommt der Reversal von Shane. Out of nowhere. Aus dem Lauf raus, aber jetzt auch wieder der Reversal von The Miz. Der jetzt einfach mal zuguckt. So, ein Roller gegen Shane McMahon, das wär's natürlich. Das Ganze ist übrigens ja wie gesagt ein False Count Anywhere Match. Ich bin mal gespannt, wie weit wir das hier sehen werden. Aber ich denke, wenn man so die Ratings der beiden sieht, sollte The Miz das eigentlich locker gewinnen. Weil ich glaube, das wird auch so dieser WrestleMania-Moment. Also hier ist ganz klar eigentlich für mich, dass The Miz gewinnt, damit er am Ende, so wie sein Vater gedemütigt wurde von Shane, damit er am Ende The Miz auf der Stage mit seinem Vater jubeln kann. Vielleicht auch noch hier mit Maryse, die ja wieder schwanger ist. Und ich denke auch, das wäre einfach die perfekte Promotion hier für diese neue Show auf dem WWE-Network hier, Mr. and Mrs. Miz oder wie das heißt. Das würde nicht so ganz passen. Alles Marketing. Als WWE nicht mehr Wrestling war, sondern Marketing wurde. Ja, Shane dreht gerade gut auf. Da wurde gerade der Undertaker angesprochen. Ich bin immer gespannt, ob wir den doch irgendwie in irgendeinem Gastauftritt oder sowas sehen werden hier bei WrestleMania. Vielleicht kommt er nur vorbei, eine Promo zu halten. So, jetzt der DDT gegen Shane. Erster Pinfall. Eins, zwei, ja, Shane mit dem Kickout. Und Sky Crushing Finale sieht so aus. Und ey, wenn das jetzt das Ende war, war das ja mal das tollste False Count Anywhere Match, was wir jemals gesehen haben. Eins, zwei. Oh, Shane kommt mal raus. Shane übrigens mit einer mega Platzwunde. Oh, da wollte Shane. Was macht der denn? Da ist der doof.
Was tanzt er denn die ganze Zeit vor dem rum? So, jetzt unfairer Pin von The Miz. Aber Kickout von Shane direkt bei 1. Ich glaube, das Match wird nicht mehr lange dauern, dann wird Shane hier verloren haben. Jetzt kommt zwar nochmal der Reversal. Oh, ernsthaft, Coast to Coast, wo hat denn der den jetzt her? Der hat doch die ganze Zeit nur kassiert. Jo, der sitzt. Das ist immer so geil, der Move, weil meiner Meinung nach verletzt sich da Shane eher mehr, als der Gegner irgendwie Schaden nimmt. So, Pinfall gegen The Miz. 1, 2. Aber The Miz mit dem Kickout. Langsam habe ich doch das Gefühl, dass Shane hier gewinnen könnte. Der kommt so langsam hier. Das Blut hat ihm irgendwie Macht verliehen. So, jetzt geht's sogar für Mist. Na, Dankeschön. Also, wir erleben jetzt vielleicht doch False Count Anywhere. Shane auf dem obersten Seil und kommt jetzt angeflogen. Und der sitzt sogar. Normalerweise, das sehen wir immer hier beim Evoverse, wird eigentlich unten immer der draußen liegt. Der weicht immer aus. Reversal von The Miz. Komm, jetzt geht Backstage. Das wäre das Beste, wenn das passieren würde. Also zumindest wird es ein bisschen ausgenutzt hier, False Count Anywhere, das muss man ja sagen. Oh, jetzt bin ich gespannt, ob The Miz aufgibt. Das wäre jetzt der Oberknüller. Ne, The Miz kann sich befreien. Wieder der Reversal von Shane. So, Pinfall, aber das glaube ich nicht, dass das ausreichen wird. Jo, Kickout von Shane McMahon, aber draußen werden zumindest ein paar Moves gezeigt. Also es ist jetzt nicht so, dass das Larifari nur ist. Boah, dieses Gerüster, Mann. Ich kann nichts mehr sehen, hallo. Da bin ich nicht mal in der Arena und hab die schlechtesten Plätze hier, oder was? Oh mein Gott. Das sieht nach Move Deep aus von The Miz und Pinfall gegen Shane McMahon. Das wäre natürlich jetzt das absolute Kracher-Finish. Und das war's wirklich. The Miz nach dem Move Deep. Und der Aktion von Shane McMahon setzt er sich hier durch. Und ja, das, was ich ja auch selbst vermute in der Realität, dass The Miz bei WrestleMania gewinnen wird, ist jetzt hier eingetreten. Vor allem, wie episch war das, ey? Das hat einfach so gut gepasst, jetzt ausgerechnet, das gegen Shane McMahon zu machen. Bin ich ja mal gespannt. Vielleicht zeigt ja auch The Miz in der Realität ein Coast to Coast bei WrestleMania. Wir lassen uns da gerne mal überraschen. Auf jeden Fall, ja, das war's dann wieder mit diesem Teil von diesem Orakel. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was eure Meinung ist zu dem Match, was ihr glaubt, wer gewinnen wird. Joint gerne meinem Discord-Server, Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Gerne ein Follow dalassen, würde mich sehr, sehr freuen. Natürlich auch meinem YouTube-Kanal ein Abo hinterlassen, wenn ihr Interesse an WWE2K19 habt. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich supporten würdet. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus. In der nächsten vollen halben Stunde wird dann das nächste Match von diesem Orakel hier weiter freigeschaltet. Ich kann schon mal ankündigen, was es sein wird.
Da werdet ihr das Match Revival gegen Curt Hawkins und Zack Ryder sehen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Bis dahin, habt noch einen schönen Nachmittag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.